Ultental. Wir befinden uns auf einem Straßenabschnitt in der Nähe von St. Pankraz. Mit einem neuen Tunnel wird dieser gefährliche Flaschenhals bis nächstes Jahr umfahren werden. Tiefbau-Landesrat Florian Mussner hat nun gemeinsam mit den technisch Verantwortlichen die letzte Sprengladung für den Ausbruch des Tunnels gezündet. Das Land investiert insgesamt rund 25 Millionen Euro in das unterirdische Bauwerk, das für die Sicherheit der Straße im Ultental von so großer Bedeutung ist. Mit diesem Neubau werden zwei enge, kurze Tunnels aus den 50er Jahren und dazu eine steile, kurvenreiche Strecke überwunden. Es ist genau ein Jahr vergangen, auf den Tag, wo wir eben diese Arbeiten angefangen haben. Und heute freut es uns eben, ein Jahr später zu sehen, dass hier eben diese Zwischenmauer eben heute auch abgehackt ist und dadurch eben diese Verbindung sich herauskristallisiert hat zwischen eben den oberen Teil und unteren Teil nach fast 1000 Meter Tunnel. Und wir sind auch zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, innerhalb des Ende des Jahres 2018 diese Straße auch dem Verkehr zu übergeben. 75.000 Kubikmeter Material wurden bisher laut dem Verfahrensverantwortlichen Johannes Stimmer ausgebrochen und 70.000 Kilo Sprengstoff verbraucht. Das Gestein war teilweise stark zerklüftet und ermöglichte nur einen langsamen Fortschritt. Im Laufe eines Jahres wurden etwa 950 Meter Tunnel ausgebrochen. In der Tunnelmitte ist ein Fluchtstollen vorgesehen, der in Kürze ausgebrochen wird. Diese Tunnel sind sehr wichtig, weil zurzeit haben wir zwei alte Tunnel in diesem Abschnitt und diese sind sehr eng und kurvenreich. Zudem sind sie auch in schlechtem Zustand und durch den neuen Tunnel werden diese zwei Tunnels umfahren. Wir haben dann eine neue Straße in diesem Bereich, die sicherer wird. Der Tunnel ist ungefähr einen Kilometer lang. Er wurde im Felsen gesprengt. Für die Ausbrucharbeiten des Tunnels hat man ein Jahr gebraucht. Man hat genau letztes Jahr am 6. Dezember die erste Sprengung durchgeführt und heute wird der Durchstich stattfinden. Es wurden ungefähr 400 Sprengungen gemacht und dabei wurden 70.000 Kilogramm Sprengstoff verwendet und 75.000 Kubikmeter Material ausgebrochen. Der neue Tunnel wird vor allem den Pendlern, den Studenten, den Gewerbetreibenden und den Touristen große Vorteile und mehr Sicherheit bringen. Das neue ist für uns sehr wichtig, nachdem das alte in keinem sehr guten Zustand war und natürlich durch das neue Tunnel die Sicherheit der Fahrt vergrößert wird, aber auch der Fahrkomfort auf jeden Fall. Es ist auch darauf hingewiesen worden, dass der Tunnel nicht nur für Ulten, sondern auch für den Deutsch-Nonsberg eine große Erleichterung sein wird. Der Tunnel ist für uns im Ultental, Gemeinde St. Pankraz und Gemeinde Ulten und da das Deutsch-Nonsberg von äußerster Wichtigkeit. Ich glaube, die gesamte Wirtschaft, der gesamte Tourismus, die ganzen Pendler, Bewohner des Ultentales auf dieser Strecke da rausfahren müssen und aus dem Grund ist es von äußerster Wichtigkeit, dass der Tunnel jetzt zügig vorangeht und eben eine sichere, gute Verbindung haben. Im Rahmen der Arbeiten wurden zudem Steinschlagschutzzäune montiert und der Kreuzungsbereich Neuweg wurde durch eine Hängebrücke neu gestaltet. Ende 2018 wird der Tunnel befahrbar sein.